meine lieben Zuckerschnuten. Ich durfte mir bei Fensalz was aussuchen. Ich freue mich. Ja, es tut mir leid, dass meine Stimme vielleicht immer noch ein bisschen komisch klingt, dass wir kriegen das Schnippchen nicht los. Echt nervig. Aber deswegen lasse ich mir natürlich nicht die gute Laune verderben, um euch ein neues Paket auszupacken. Geliefert wurde es innerhalb von 16 Tagen mit DHL. Total im Rahmen, finde ich total cool. Und vor allen Dingen, ich habe mir echt 10 Produkte ausgesucht. Aber kein Gnomen und kein Bild. Wow. Ja, weil bei Fansales gibt es neben Diamond Painting ja auch, glaube ich, mal nach Zahlen und Sticker-Dingsbums, Stickerei, Stickbilder, entschuldigt. aber da gibt es auch noch andere Dinge und da gab es einiges über Halloween und da habe ich mir auch was ausgesucht für meine Kinder. Genau, ich bin zwar nicht so der Halloween- und Faschings-Typ, aber naja, meine Kinder waren Halloween wieder durch die Gegend laufen. Genau. Ja, das packen wir jetzt aus. Und ich bin da völlig Banane gerade. Ja, wir packen es einfach aus. Wir packen es einfach aus. So. Oh nein, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Schaut mal, ich habe mir noch ein Macaron ausgesucht. Hatte gehofft, dass es nicht blau ist. Vermisst aber auch. Wir haben hier wieder viermal Max drin. Der wird schon meiner Tochter jetzt doch ein blaues geben müssen. Der andere war ja blau. Und dann war noch eins. Aber nichtsdestotrotz, ist egal, ich liebe diese Macarons. Die sind so knuffig und so lecker. So, die Tüte lassen wir gleich, wie sie ist. Das, genau. Ich habe mir 10, habe ich das schon gesagt, ich habe mir 10 Produkte ausgesucht. Habe ich das schon gesagt? Uiuiui. Naja, egal. Ich habe mir so einiges ausgesucht. Ah, das finde ich total cool. Ja, ihr findet das vielleicht, oder einige finden das jetzt vielleicht nicht so toll. Aber ich liebe diese Dosen. Die sind ganz klein. Wer meine Videos schaut, der kennt die schon. Von so kleinen Bildern oder Anhänger oder was ich gepainted habe. Die sind wirklich klein. Da stehen die Zahlen drauf von 1 bis 12. Oh, ist ja ehrlich. Ich ja irgendwie bin ich schon blöd. Seht ihr das hier? Hier seht ihr die 5 ein bisschen, ne? Das sehen wir uns denn jetzt am besten mal. Seht ihr hier? Die 7, die 8. Also es geht so hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ich mag diese Teile. Habe ich nicht vielleicht sogar irgendwo noch einen? Ah, ich habe hier noch einen. Da, seht ihr das? Da habe ich die drinne. Ich finde die total cool. Ich liebe diese Teile. Da werde ich mir bestimmt noch mal ein paar mehr holen, weil die finde ich echt klasse. Gerade für so kleine Produkte. Genau, die finde ich total klasse. So, das fliegt alles in den Müll. So, dann habe ich mir nochmal diesen Stift ausgesucht und ich glaube, ich habe den nochmal rosa, aber das ist egal. Ich habe den schon in weiß. Total cool. Und da ich ja aber nicht immer nur an meinem Tisch painte, was ich gerade zur Zeit eh wenig gemacht habe durch das große Bild. Die sind in so einer tollen Verpackung. Die finde ich auch total cool. Wir haben einmal diese Spitze, wo wir diese Sondersteinchen. Was auch gut geht, sind AB-Steine und Strasssteine. Da haben wir so eine ganz feine. Da kommt ganz wenig Wachs rein. Und ich liebe diesen Stift echt. Ich mag den so sehr. Genau, meine Tochter findet den auch total cool. Und da die ja rosa mag. Und ich finde das irgendwie. Die Stifte sehen so. Irgendwie finde ich, die sehen so elegant aus. So. Ich kann euch das nicht beschreiben, wie ich das meine. Aber so. Weil die. Vielleicht sieht man das. Ich hole ihn doch nochmal raus. Irgendwie finde ich, haben die so eine. Macht da nicht, ja. Nervt. Also.
Ich finde, dass die irgendwie so doch ein bisschen auch einen Perlmutterschimmer haben. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber irgendwie finde ich, da finde ich die so toll. Genau, jetzt haben wir schon die drei Produkte. Das sieht ja cool aus. Ich habe mir noch einen Fischschwanz bestellt, weil ich die auch so toll finde. Oh, der ist ja sogar rosa hier vorne. Ist ja genial. Für runden Stift. Ja, lacht. Ich meine, für runde Steine. Wieso macht denn der das heute wieder nicht? Also irgendwie, beim letzten Video hat er das schon nicht gemacht. Letzten. Naja, ihr wisst. Der hat. Wartet mal. Ich das hier abdrehen? Nee. Drehen wir einfach wieder drauf. Doch, das geht ab. Sehr merkwürdig. Das hatte ich auch noch nicht. Egal. Cool. Und ich habe mir mal extra einen anderen, weil ich habe immer so ganz farbige. Und der ist nur so gold und rosa, pink. Finde ich toll. Jetzt mal was anderes. Nicht immer so knallig. Und dann habe ich mir einen coolen Stift ausgesucht. Sehr geil. Und zwar eine Krankenschwester ist das, oder? Nein, Matrose? Oh mein Gott. Naja, ihr seht ja. Krankenschwester ist es nicht. Was ist denn das? Matrose? Wegen dem. Ist egal. Der sollte eigentlich für eckige Steine sein. Eigentlich wollte ich einen für eckige Steine haben. Der ist rund. Entweder ich war wieder so dämlich und habe das Falsche angegeben. Och nö, das ärgert mich jetzt. Oh nein! Da muss ich dann nochmal nachgucken. Also eigentlich wollte ich den Stift für eckig und habe mir den für rund wahrscheinlich bestellt. Egal, finde ich trotzdem cool. Ist aber was anderes. Mit einer Figur oben drauf. Cool. Die kann man sich nicht aussuchen, die ist dann zufällig. Dann muss ich mir nochmal einen bestellen. So, dann habe ich drück das mal hier so ein bisschen. Nochmal so ein Pröbchen hier. Ein Pröbchen. Finde ich nämlich toll, den lilanen Wachs. Da ist dreimal Wachs drin. In so einem kleinen, so einer Sterndose. Total süß, finde ich die. Den habe ich mir noch bestellt. Ich muss mal gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also, ich pack das mal schnell aus. Das ist ja geil. Oh, entschuldige. Jetzt habe ich hier mal zwei was nicht zum Diamond Painting. Weil was ich zum Painten habe noch, das gucken wir uns zum Schluss an. Ich habe doch was mit Gnom. Aber nicht zum Painten. Seht ihr? Ich wusste schon gar nicht mehr, was hier drauf ist. Aber jetzt erschließt sich das, warum ich das überhaupt bestellt habe. Ich habe. Das sind. Ach, ist ja süß. Kleine Taschen. Für Halloween zum Sammeln. Die sind wirklich klein. Wartet mal. Die sind ungefähr 14 cm hoch. Und wenn man die jetzt so hinstellt, wir müssen das hier unten messen. 11 cm ungefähr, ne? Also passt nicht wirklich viel rein, wenn ich das sehe, was die jedes Jahr gesammelt haben. Aber der Gag war es wert. Und vor allen Dingen, es sind ja Gnome drauf. So, dann haben wir noch eine andere. Mit grün-schwarzen Henkel gestreift. Schön. Auch die finde ich süß. Kann man sicherlich auch noch was anderes damit anfangen. Kerzen reinstellen können wir nicht. Ach, cool. Die sind doch toll, oder? Ich finde, die sind samtig. Das Material ist samt. Ach, niedlich, wollte mir. So, mal der Müll hier. So. Noch mehr Müll. Jetzt habe ich zwei was zum Painten. Das eine, das kennt ihr. Naja, vielleicht kennt ihr auch schon beide. Ihr werdet beides schon kennen. Ich hatte es aber noch tatsächlich nicht. Und hier bin ich echt gespannt, wie das hier alles reinpasst.
Weil eigentlich sollen das 3 Stück sein. Bin ich echt gespannt. Ja. Ach, ist ja niedlich. Also es sind 3. 3 kleine Strümpfe. Mehr gibt es dieses Jahr nicht zum Nikolaus. Seht ihr alle 3? Ja. Das sind kleine Strümpfe. Mit Henkel zum Hinhängen. Ist ja süß. Das ist zum Pinnen. Hier seht ihr das hier oben und hier unten. Beim Weihnachtsmann ist es auch verschiedenen Stellen und beim Schneemann auch. Ach, ist ja süß. Das gefällt mir. Passt nicht viel rein. Gibt's 3 Nüsse und das ist fertig. Ach, ist das süß. So, wir hatten hier ein ganz normales Trinket in einem Zipperbeutel dabei und Strasssteine. Gucken wir uns mal an. Sechs Farben. Wir haben hier einmal, ja, transparent. Einmal ganz normales 310, schwarz, schönes Rot. Ja, so dunkleres Gelb, Grün und Orange. Ich habe mir mittlerweile eine Kiste gemacht, dass ich in der Weihnachtszeit painten möchte, also im Dezember oder auch schon im November. Und die hier, die werde ich ja eher im November schon painten. Zurückgetrennt, dass ich das dann fertig habe. Die hänge ich tatsächlich hin zum Nikolaus. Gibt es ja nur das. Haha. Ich packe das mal hier noch schnell ein. So. Und jetzt habe ich. Ich bin gespannt, was hier drin ist. So ein. Ja. Traumfinger. Eigentlich sollte das kein Traumfänger. Das ist ja Putsch. Schaut mal. Hier habt ihr diesen Traumfänger drauf. Und hier ist der Weihnachtsmann. Und eigentlich habe ich einen Weihnachtsmann bestellt. Und hier ist es wieder so. Das ist ja ulkig. Ah, das ist nur die Verpackung. Aber der Weihnachtsmann ist drin. Das ist ein Aufkleber. Naja, das ist irreführend. Finde ich aber cool. Ha, da freut man sich dann umso mehr, wenn es frische drin ist. Ja, das ist der Weihnachtsmann. Das wird ja spannend. Hier ist das Teil, also die Lichterkette mit dem Batteriefach. Oh, da bin ich echt gespannt, was das ist. Da freue ich mich ja drauf. Oh, ist ja geil. Oh, das fällt mir. Also, ne? Zweimal. Logisch, für beide Seiten. Toolkit und Steine. Das ist noch was. Der Aufhänger wahrscheinlich. Das war's. Also, großes Lob an Fansells, dass das in so einem Karton ist, dass das dann auch noch sicherer verpackt ist. Ne? Das ist jetzt Hartplaste, würde ich behaupten. Also, wir haben erstmal ein ganz normales Toolkit, sogar mit Zipperbeutel. Hier haben wir sogar einen Schraubendreher. Das ist ja mal cool, oder? Ein Schraubendreher. Hier ist was zum Kleben. Ja, das sind so eine Kleberpuppe. Und hier. Das ist wieder was für mich. Das ist zum Zusammenstecken. Irgendwie. Ah. Ihr kennt mich ja schon. Es wird auf jeden Fall zusammenkommen. Tatsächlich werde ich wieder meinen Mann fragen, wie das geht. Weil das muss ja auch irgendwo rein. Müsste ich das dann. Niedlich ist er, ne? Ich finde ihn toll mit seinem Säckchen da hinten. Mal schauen. Das wird auf jeden Fall
in der Weihnachtszeit passieren, logischerweise. Alles zusammenbauen hier. Nicht zusammenräumen. Gucken wir mal die Steine an. Ist ja der Hammer. Das mal kurz. Ich wollte gerade sagen, 310 ist ja gar nicht, gar kein normaler Stein. Das ist ja ein Strassstein, oder? Naja, mal gucken. Oh, das ist ja ein tolles Rot. Das ist so ein Pinkrot, würde ich sagen. Das ist ja toll. Dann haben wir ein Dunkelgrün. Sieht aus wie fast wie schwarz. Noch ein helleres Rot. Ein Hellgrün. Ein Orange. Ein schönes dunkleres Rot. Ey, das ist ja wirklich so. Schaut mal. Das ist aber schwarz. Immer hatte ich glaube ich noch nicht, dass es auf so einem silbernen Untergrund ist und einmal das Transparent. Entschuldigt. Und ja, oh, die Eresierenden. Hm. Die schimmern so sehr, dass ich sie gar nicht richtig einfangen kann mit der Kamera. Das sind so eine Lipsen und hier die großen. Ach, herrlich. Ach, da freue ich mich. Ja. Und beim Zusammenbauen? Ja, das kriege ich hin. Ich, ja, ich. Lacht na alle wieder. Aber das ist nicht schlimm. Trotzdem interessiert mich das. Weil das auch so viele sind. Dann lege ich den einfach nur da rein. So, keine Anmeldung bei. Aber ich kann dann nochmal online gucken, weil mir ist das schon klar, dass ich das und das damit verschraube. Aber die Lichterkette hat ja dann keinen Halt. Deswegen habe ich jetzt überlegt, ich habe ja erst gedacht, dass man die Lichterkette, ja, die legt man nur so rein. Ach, jetzt. Also, ich, Licht, ein Blitzgedanke, ha, Erleuchtung, boah, also wie ich schon gedacht habe, das hier kommt dann hier so dazwischen, ne? So zack, zack, und dann rechts und links die Schraube und diese zwei, oder man kann ja auch mehr daraus schneiden wahrscheinlich, Kleber, klebe ich einfach die Lichterkette dran, und dann klebt es ja. Das ein bisschen kleiner schneide und mir das überall hier so dran klebe, kann ich überall die Lichterkette festmachen. Ha! Blitzgedanke. Ne? Manchmal kriege ich auch eine Erleuchtung. Also das wird auch in der Weihnachtszeit, Adventszeit oder auch im November schon getrennt, weil erst Advent ist ja wieder im November. Ne? Da muss ja schon ein bisschen was getan werden. Das schaffe ich dann nicht. Aber vielleicht hebt man ja auch noch was auf. Mal schauen. Auf jeden Fall finde ich das total cool. Das ist dann so zusammen. Und dann leuchtet das schön. Aber da freue ich mich schon drauf. So. Das war's. Ganz viel. Freue ich mich riesig. So, machen wir das noch zu hier. Jetzt lege ich euch das alles nochmal hin. Wartet mal, wo das Bild steht. Egal. Ihr seht das jetzt auch nicht so, ne? Aber jetzt hier das A, ist doch alles drauf. Ha! Perfekt. So, ihr Lieben. Lieben Dank an Fansales, dass ich mir so tolle Produkte aussuchen durfte. Die sind wirklich alle super toll. Bei dem Stift, ja, da ärgere ich mich, da wäre ich wahrscheinlich wirklich rund angeklickt, anstatt eckig, blöde Kuh. Aber naja, egal. Beim nächsten Mal. Vielleicht. Ich, ja, vielen Dank, Fansales, dass ich mir das aussuchen durfte. Ich freue mich sehr darüber und werde wieder mit Freude schöne Sachen painten. Mit tollen Stiften und Wachs. Und ich, oh, ich freue mich. Seht ihr? Das Döschen kann ich gleich für diese
Nehmen. Diese kleine Section da. Perfekt. Echt. Ich freue mich. Vielen Dank. Ihr lieben Zuckerschnuden, ich freue mich, dass ihr mein Video geschaut habt und hoffe und wünsche mir, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut und wieder zuschaut, was ich so Tolles in meinem Besitz, ach scheißegal jetzt wie, was ich so Tolles wieder ausgesucht habe. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr auch bei den anderen Videos dabei seid. Ich verlinke euch wieder alles in die Videobeschreibung und schau nochmal, ob ich so dämlich war und habt ihr den rund bestellten Stift oder nicht. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder einen schönen Abend. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt oder gesund werdet und passt auf euch auf und genießt den Herbst. Macht's gut. Tschüss. Thank you.